Junge dachte, er spielt GTA 6 im echten Leben. Polizei bei... Oh mein Gott, hört ihr das? Die Polizei ist auch hinter mir her. Er hat mich angesteckt. Oh, sie kommen. Oh nein. Ja. Aber Ladies and Gentlemen, wir schauen uns heute unglaublich... Wir gucken uns heute unglaublich kranke Verfolgungsjagden, Verbrecher, all das an und GTA 6 im echten Leben. Wenn ihr GTA 6 wollt, lasst ein Like da. Wenn ihr kein Verbrecher seid, lasst ein Like da. Wenn ihr einen kleinen Schniedel habt, lasst ein Like da. Wenn eure Mütter euch immer noch gute Nachtküsse geben, lasst ein Like da. Und wenn ihr absolut jeden Tag schlechten Content sehen wollt, lasst ein Abo da. Wir legen los, meine Damen und Herren, mit einer Polizeiverfolgungsjagd. Und dieser Typ denkt, er spielt GTA 6 im echten Leben. Guckt euch das an. Er fährt in Amerika, zieht einfach durch, fährt durch Stau, überall durch, sneakt sich durch. Guck mal, fährt andere Autos fast um. Bro, Alter, guck mal, wie der fährt. Oh mein Gott! Polizei hinterher hat ihn unter Kontrolle. Bro, vor ihm ist jemand. Oh mein Gott, war das knapp. Der denkt echt, er ist GTA. Schau mal, der fährt einfach richtig. Bro, Bro, er hat ein Auto angefahren. Er spielt echt GTA. Er spielt echt GTA. Oh, Polizei hat ihn angehalten. Sackgasse. Warte, was? Warte, was? Der zieht jemanden aus dem Auto raus! Der zieht eine Frau aus dem Auto raus! Bro, der denkt ja wirklich, er spielt GTA! What the heck? Oh mein Gott! No chance of getting out of this. He should not be doing this, but watch what he does next. Bro, was macht er als nächstes? Er zieht durch mit dem Auto. Er fährt auf Gegenspur, er fährt weiter. Bruder, das ist ja echt gestört. Der denkt echt, er ist ein GTA. Ach, oh, er ist gegen den Bordstein gefahren. Wie hat er denn das jetzt gemacht? Wie hat er denn da so gechoked? Jetzt rennt er. Yalla, Baby. Oh, jetzt kommen die Hunde und die Polizisten. Bruder, es ist GTA in real life. What? Er zieht durch zu irgendeiner Schule. Das ist echt passiert. Oh, die Spürhunde kommen. Die Spürhunde kommen und down, er ist down. Okay. Hund legt sich auf ihn drauf. Er ist down, Ladies and Gentlemen. Wir haben ihn. We got it. Polizeigehaltserhöhung. Ich habe koordiniert, oder? Ja. Mal ehrlich, wenn ich das gewesen wäre, Bruder, ich wäre über alle Berge weg gewesen. Der ist viel zu schlecht gefahren. Alter, hätte er einmal in seinem Leben. Das ist einer, da kann ich euch sagen, der spielt kein GTA. Hätte er nämlich einmal selber GTA gespielt, er hätte die Abkürzungen gekannt. Hier durch, da durch, zack, zack, hinterhoch. Dann über Zäune klettern, schnell durchrushen, in Büsche und so. Bam, alles easy. Ich bin Master im 5 Sterne in GTA wegbekommen. Master. Ich mache immer 5 Sterne, zack. Warte mal, ich glaube 5 Sterne kann man gar nicht wegbekommen, oder? Das ist aber jetzt ein bisschen unangenehm hier. Der war der Beste. Es geht weiter wieder mit einem. Okay, was ist jetzt? Es sind überall Polizisten. Ach, die suchen jemanden. Warte, ich hab's nicht gecheckt. Der lag unterm Auto. Ich glaube, da lag einer unterm Auto und hat sich versteckt. Also der dachte so, yo, Polizei, lass eine Runde suchen und verstecken spielen. Ah, ihr habt mich gefunden, jetzt seid ihr dran. Ach so, so funktioniert es nicht, wie ich muss jetzt ins Gefängnis. Hey, warte mal, ich dachte, wir spielen nur suchen und verstecken. Junge, da hast du den Salat. Bro, geisteskrank, was da alles abgeht. In Amerika sowieso ganz andere Liga. In Amerika, was da mit Verbrecher und Polizei abgeht. Junge, GTA 6, ich sag's euch, wie es ist. Es geht weiter mit einem Clip. Oh mein Gott, er wurde erwischt. Er wurde auf Kamera vorm Haus erwischt. Er wollte gerade ein Paket stehlen. Bro, er filmt. Erst dann. Oh, wie unangenehm. Sein Auto bleibt hängen. Er wollte gerade ein Paket von der Tür stehlen. Irgendwas Wertvolles. Der Typ. Und er wird gefilmt. Jetzt versucht er. Oh Gott, ist das unangenehm. Cringe, peinlich, Junge. Oh Gott, was ein Dullikopf. Was ein Holzkopf. Was eine Wassermelone. Oder eine Fruchttüte mit Gummibären. Ach du heilige Maria Mutter. Bro, ey, das ist ja so peinlich. Du willst, imagine, du willst ein Paket stehlen. Wirst erwischt, was schon schlimm genug ist. Du musst ins Gefängnis oder kriegst eine Strafe jetzt. Bro, und dann bleibt dein Auto stecken, weil du zu blöd bist rauszufahren. Ja, er versucht es immer noch. Er versucht sein Auto freizubekommen. Er hat auch noch einen Frontantrieb. Das heißt, er kommt nicht raus. Der hat wenigstens Heckantrieb. Ist das peinlich? Ist das auch? Junge, Instant Karma, sein Urgroßvater. Die Typen sagen, oh mein Gott. Der Typ hilft ihm sogar. I am so confused right now. Why is he giving him advice on how to escape? Bro,
Hä? The wheel is not even on the ground. Der Typ, der alles filmt, sagt, ey Bruder, du musst vorne wegmachen, du kannst sonst nicht wegfahren. Wieso hilft er dem? Das ist ja das seltsamste Video, was ich je gesehen habe. Die reden jetzt. You need to get the wheels on the ground. Die reden. Er versucht irgendwie das Auto, ja. Wahrscheinlich wirst du allein ein Auto schieben können. Bro, der Typ ist ja auch maximal lost. Okay, ja, jetzt ist Polizei da. Jetzt wird rausgezogen und festgenommen. Das ist super gemacht. Mario, das ist der Typ, der weiß, wie es geht. Mario, du bist der Beste. Imagine, der hat so Auftrag bekommen. Irgendwer hat zu dem so gesagt, so, ey, Bro, ich geb dir 500k, wenn du dieses Paket stiehlst, ne? Bruder, der hatte einen Job, das Paket wegnehmen. Er wird erwischt, er bleibt im Auto stecken. Wieso habe ich Mario diesen Job gegeben? Oh nein! Oh, es geht weiter. Was haben wir jetzt? Da haben wir jemanden, der ein Auto gestohlen hat. Flow through. Ah nein! Er ist über das Stoppschild gefahren und auf die Gegenspur gefahren. Und jetzt gibt's Polizeijagd. Oh, oh. Sirene hinter ihm geht an. Bro, er macht jetzt nicht Verfolgungsjagd, oder? Anstatt stehen zu bleiben. Bruder, ich check solche Leute nicht. Die haben dein Kennzeichen. Außer das Auto ist natürlich gestohlen. Bro, es ist halt so lost, ne? Ich weiß gar nicht, wie die Rechtslage ist, wenn du versuchst, zu flüchten vor der Polizei. So this guy is literally aber no Ehrenbürger, chance die da rechts ranfahren. This, but he's playing this like it's a game where he would actually get away. Bro, er denkt wirklich, er schafft es abzuhauen. Hä? Die Polizei riecht, die schnuppert an deinem Loch. Die riechen die Kacke dampfen. Die riechen alles. Ja, Bro, da jetzt ist die Polizei auch schon hier. Hä? Und rein da. Fahr rechts rein in den Truck. Hä? Er ist einen Arm ausrenken, wie wenn nichts wäre. Arm erstmal aus Fenster. Arme aus dem Fenster. Was? Hä? Bro, I don't get it. Wieso fährt der immer noch weiter? I don't get it. Über Wiese, Junge, wie gefährlich. Alter Schwede, was geht denn da ab bei dem? Bro, letztendlich, Moral von der Geschichte, er hat es geschafft zu flüchten und hat jetzt eine Villa auf Mexiko und lebt da mit 4 Blondinen. Geisteskrank, oder? Also wer auch immer die Story gerade geglaubt hat, Bruder, was bist denn du für einer? Denkst du wirklich, der Typ hat es geschafft? Hast du mir das gerade wirklich geglaubt? Really jetzt? Oh, 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 oh. Der ist festgenommen, Mann, natürlich. Die haben den erwischt, Alter. Habt ihr gesehen, wie der gefahren ist, Alter, mit 5 km/h über die Wiese, mit dem Auto. Arme aus dem Fenster, Beine aus dem Fenster. Was ist denn das für ein Typ gewesen? Also keine Ahnung, was seine Mission war, aber er hat alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Meine Damen und Herren, wenn ihr eins in eurer Zukunft, in eurem zukünftigen Leben werden wollt, dann nicht dieser Typ. Seid nicht so wie er, macht euren Schulabschluss und seid auch nicht wie dieser YouTuber Marky, weil dem kann man auch absolut gar nicht mehr helfen. Aber es geht weiter mit einem Jungen, wo ihr euch kein Beispiel nehmen sollt. Seine Mutter ist gerade drin einkaufen und er dachte sich, ey komm, ich steh mal kurz den Wagen von meiner eigenen Mom. Ja, er hat keinen Führerschein, er ist 13, 14. Jetzt bin ich gespannt. Bro, du hast doch gar keine Ahnung, was du machst. Bro, das gibt's doch nicht. Du hast keine Ahnung, was okay, du machst. Okay, what does he think he's doing? This will not end well. Der Blick! Der Blick von ihm, er ist lost! What? Bra. Oh mein Gott. Er fährt jetzt einfach auf dem Parkplatz rum mit dem Auto von seiner Mom. Now you're about to see his mom's reaction. She goes crazy. Oh, seine Mom kommt jetzt raus. Da ist sie. Bruder, was machst du? Nein! Mutti! Mutti, lauf schneller! Oh, das gibt so Hausarrest. Get out of the car! Why would you do that? Bro! Think it's funny? Get out of the car! Alter Schwede, das gibt so Ärger. Das ist so richtig, dieses Kind auf dem Pausenhof, was alles machen kann bei seinen Eltern und er kriegt nie eine Strafe. Das ist genau der. Der macht den größten Blödsinn und das ist euer Kumpel und ihr seid mit dem cool. Und der macht nur Blödsinn, der wird für nichts bestraft. Dann tut ihr einmal böse gucken, eure Eltern 5 Monate Hausarrest. Ihr seid eingesperrt. Aber meine Damen und Herren, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. GTA 6 in Real Life. Danke fürs Zuschauen. Klickt hier aufs letzte Video. Hasta la vista. Ciao. Arrivederci.